Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migros Ostschweiz und Leica Geosystems. Aus rund 70 Studierendenteams der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen, nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Eine Analyse vom amerikanischen Markt für ein komplett neues Produkt. Das der Auftrag als Team vom Projektleiter Joshua Hasler. Kunde ist die Firma Trumpf Geräusch AG, die in den USA ein neues Werkzeug auf den Markt bringt. Dabei geht es um einen Nibbler für Faserverbundstoff, also ein Gerät, das spezielle Materialien bearbeiten kann, ohne viel Staub aufzuwirbeln. Angefangen haben wir mit, mit dem Produkt, mit keine Ahnung vom ganzen Produkt, uns noch mit dem Produkt auseinandersetzen. Darum haben wir Mitarbeiter von Trumpf befragt, haben wir auch geschaut, wie haben sie sonst so neue Produkteinführungen gemacht. Dann haben wir aber auch Experten gefragt, die mit dem Material, eben mit Glasfasern und Carbon zu tun haben, also von der ETH beispielsweise, um uns auch mit dem Material familiär zu machen. Mit dem Team von dem Praxisprojekt sind 3 Studierende von der Robert Morris Universität in Pittsburgh. Die virtuelle Zusammenarbeit ist befruchtend, aber nicht immer einfach. Also eine Herausforderung, die wir sicher hatten, war die ganze Zeitverschiebung. Denn die verschiedenen Kulturen, amerikanische Kultur, Schweizer Kultur, ist sehr unterschiedlich. Man denkt immer, es ist nahe, westliche Kultur, ist es aber definitiv nicht. Und ja, das virtuelle Zusammenarbeiten war auch sehr schwierig. Nicht einmal an einen Tisch zusammenhocken und sagen, so machen wir es jetzt. Die Firma Trumpf beschäftigt weltweit 12'000 Mitarbeiter. Mit Werkzeugmaschinen, Laser- und Industrieelektronik hat das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr fast 3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Für das aktuelle Marktforschungsprojekt ist die Fachhochschule St. Gallen der ideale Partner. Die FHS hat einen sehr guten Ruf bei uns in der Region. Hinzu kam, dass wir eine Marktanalyse für die USA machen wollten. Und gemeinsam mit der RMU Pittsburgh hat die FAS St. Gallen da eine hervorragende Plattform geboten. Franziska Weiss ist Dozentin am Institut für Unternehmensführung der Fachhochschule St. Gallen. Sie betreut das Projektteam und ist beeindruckt vom Engagement. Sie haben unglaublich viel geleistet in dem Projekt. Nicht nur, was sie wissenschaftlich geleistet haben, sondern eben auch in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kulturen und da eben die ganze Stimmung mit aufzunehmen, das haben sie super gemacht. Trotz der anspruchsvollen Zusammenarbeit über den Teich, das Team kommt nach 59 Experteninterviews und rund 1'000 Arbeitsstunden zu einem klaren Schluss. Unser Hauptresultat ist, dass die Luftfahrtindustrie und Sportindustrie die wichtigsten Industrien für das Produkt sind. Wir haben Trumpf auch direkt schon 2'000 Kundendaten liefern von Firmen, die in dieser Industrie arbeiten. Für den Kunden sind so konkrete Angaben besonders wertvoll. Die Firma Trumpf Geräusch AG ist zufrieden. Mit dem Resultat sind wir überaus zufrieden. Wir haben genaue praktisch Vorgaben erhalten, welche Kundschaft wir adressieren können, welche Branchen unsere Hauptbranchen sind und auch, wie wir praktisch den Vertriebskanal in den USA gestalten können. Das Team hat klare Ambitionen auf den Young Leader Award 2017. Aber allein die Nomination unter die besten 3 in ihrer Kategorie verstehen die Studierenden als Wertschätzung. Die Nomination ist sehr wichtig für uns, weil wir wirklich uns auch angestrengt haben, Trumpf ein gutes Ergebnis zu bringen, aber auch wirklich Ambition und Freude haben, zu diesem Projekt zu machen. Und darum ist das wie so eine Danksagung für unsere ganzen Bemühungen. Die Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2017? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle, am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert von Hotelhof Wiesbad, Bühler und Bauwerkpaket.